Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Serie hier Follow Me Around auf der IAA. Und das wird das letzte Video sein, was heute hochgeht. Und das seht ihr jetzt um 22 Uhr. Vier Teile haben wir geschafft und wir stehen hier hinter der Absperrung. Ich zeige euch das einmal bei Volkswagen ganz nah dran am Bass. So heißt der neue Bulli, der kommen soll mit einem, zeige das hier mal, einem Buddha-Gartenzwerg, der wahrscheinlich symbolisieren soll, dass man sich getrost zurücklehnen kann in Zukunft. Denn dieses Auto, das hat ein versenkbares Lenkrad und soll dann auch autonom fahren. Ich lasse euch dieses Auto einfach mal genießen. Ja, ich finde, das ist mit das schönste Auto hier auf der IAA. Da kommen ganz, ganz viele Emotionen rüber. Kalifornisches Lebensgefühl mit Surfbrettern auf dem Dach. Eine 110 Kilowattstunden Batterie soll das Auto haben. Damit wird es bestimmt weit fahren können. 500, 600 Kilometer wahrscheinlich. Ich freue mich drauf, wenn sowas dann wirklich kommt. Hier haben wir noch ein Konzept-Car. Und hier vorne haben wir das Elektroauto, was 2020 den E-Golf ersetzen soll, den ID. Und auch da versenkt sich das Lenkrad. Ja, 2020, da soll die Zukunft bei Volkswagen richtig beginnen zum Thema Elektromobilität. Wir sind hier richtig betreut worden von einem kleinen Team, was Instagrammer und YouTuber betreut und durften hier hinter die Absperrung gehen. Ja, das war es auch schon für heute. Vielen Dank, dass ihr uns hier auf vier Videos gefolgt seid auf der IAA. Morgen kommt dann der erste große Bericht und wahrscheinlich teilen wir das in zwei Folgen. Wir nehmen gleich den Zug und fahren nach Hause nach Bremen. Also wenn dieses Video hochgeladen wird, dann sind wir wahrscheinlich in der Deutschen Bahn. Also ich grüße euch hier vom Volkswagen-Stand. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren und seid auch morgen wieder dabei, wenn es heißt 30 Tage, 30 Vlogs und tschüss.